Heute ist der 26. Oktober. Ja und? Das ist der Nationalfeiertag von Österreich. Ah ja, stimmt. Aber was feiern wir da eigentlich genau? Grüß euch. Wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Habt ihr bemerkt, dass heute sehr viele österreichische Fahnen an vielen Häuserwänden hängen und an vielen öffentlichen Plätzen die Fahnen gehisst sind? Das passiert jedes Jahr am 26. Oktober, denn das ist unser Nationalfeiertag. Ihn feiern wir aber noch gar nicht so lange. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben wir immer den 12. November gefeiert. Warum das jetzt anders ist und was wir genau heute feiern, das lernt ihr alles jetzt. Los geht's! Also, heute am 26. Oktober geht es um die Unabhängigkeit und Neutralität Österreichs. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Österreich von den Siegermächten, den sogenannten Alliierten, also Frankreich, Großbritannien, der ehemaligen Sowjetunion und den Vereinigten Staaten besetzt und in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Aber natürlich wollte Österreich wieder seine Unabhängigkeit zurückbekommen. Das passierte 1955, denn am 15. Mai 1955 wurde der österreichische Staatsvertrag zwischen diesen Siegermächten und Österreich geschlossen. Darin wurde beschlossen, dass alle ausländischen Soldaten das Land verlassen müssen. Der Vertrag wurde übrigens im Schloss Belvedere in Wien unterschrieben. Kennt ihr das Schloss? Damals war Leopold Figl Österreichs Außenminister. Er hat den Vertrag unterzeichnet und die mittlerweile berühmten Worte gesagt: Österreich ist frei. Damit Österreich aber tatsächlich frei werden konnte, brauchte es unter anderem noch ein anderes wichtiges Dokument. Dem Staatsvertrag ging nämlich ein anderes, wichtiges Abkommen voran. Das sogenannte Moskauer Memorandum. Diese Vereinbarung zwischen der sowjetischen und der österreichischen Regierung vom 15. April 1955 war ein Schlüsseldokument. Denn es verankerte die Einigung über die immerwährende Neutralität Österreichs. Diese Einigung war ein wesentlicher Bestandteil dafür, dass Österreich schließlich seine Souveränität und Freiheit wiedererlangen konnte. Denn für die Sowjetunion war die Neutralität Österreichs eine Bedingung, um den Staatsvertrag überhaupt zuzustimmen. Warum war es so wichtig, dass sich Österreich als neutral erklärt? Wie ihr hier an der Karte sehen könnt, war Österreich somit ein neutraler Puffer zwischen den großen Militärbündnissen des Westens, also der NATO, und des Ostens, dem Warschauer Pakt. Man wollte verhindern, dass sich Österreich zu westlich oder zu östlich orientiert. Entschuldigung, Nati, ich möchte jetzt schon was sagen. Grüß euch! Wollt ihr einen Dialekt noch besser verstehen? Dann schaut's bei uns auf Patreon vorbei. Da findet ihr zu jedem neuen Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und ihr unterstützt dabei nur unsere Arbeit. Das würde uns voll freuen. Gut, jetzt wissen wir, dass die Einigung zur Neutralität wesentlich war, damit im Mai 1955 der Staatsvertrag unterschrieben werden konnte. Aber warum ist der Nationalfeiertag erst im Oktober, wenn dieser Vertrag ja schon im Mai 1955 unterschrieben wurde? Da alle Besatzungsmächte den Vertrag noch formell genehmigen mussten, dauerte es bis Juli, bis das letzte benötigte Dokument, die sogenannte Ratifizierungsurkunde, von Frankreich hinterlegt und der Vertrag somit offiziell gültig wurde. Dann begann eine vertraglich vereinbarte Frist von 90 Tagen, in der die Besatzungstruppen Österreich verlassen mussten. Und der letzte Tag dieser 90-Tage-Frist war genau der 25. Oktober. Damit war der 26. Oktober der erste Tag, an dem eben laut Staatsvertrag keine fremden Truppen mehr in Österreich sein durften. Mit dem 25. Oktober 1955 endete also der Abzug aller Besatzungstruppen. Und einen Tag später, am 26. Oktober 1955, hat Österreich sozusagen sein Versprechen eingelöst und Österreichs Neutralität beschlossen. Aber was bedeutet diese immerwährende Neutralität genau? Einfach gesagt meint die österreichische Neutralität, dass sich Österreich als Land nicht mehr in die Kriege anderer Länder einmischt und auch keinen militärischen Bündnissen beitreten wird. Es darf auch keine militärischen Stützpunkte fremder Staaten in Österreich geben. Aber, wie ihr euch vorstellen könnt, wirft Österreichs Neutralität immer wieder Fragen auf, inwieweit sie sich mit Österreichs Beitritt zu Bündnissen vereinbaren lässt.
Nicht nur mit dem EU-Beitritt war das der Fall, sondern auch zum Beispiel mit Österreichs Beitritt zu den Vereinten Nationen im Dezember 1955. Wenn euch das näher interessiert, lest euch gern den ganzen Beitrag dazu durch. Wir verlinken euch alles in der Videobeschreibung. Aber warte mal, Österreich ist seit 26. Oktober 1955 neutral. Warum gilt der 26. Oktober dann erst 10 Jahre später, also 1965, als offizieller Nationalfeiertag Österreichs? Gute Frage. Mit dem 26. Oktober 1955 war noch nicht entschieden, dass wir ab jetzt immer am 26. Oktober den Nationalfeiertag feiern. Erst 10 Jahre später wurde der 26. Oktober zum offiziellen Nationalfeiertag. Bis dahin war der 26. Oktober als Tag der Fahne bekannt, weil an diesem Tag zur Feier der Neutralität die Flaggen gehisst wurden. Erst 1965 entschied das Parlament unter anderen Optionen, dass der 26. Oktober vom Tag der Fahne zu unserem Nationalfeiertag umgewandelt werden sollte. Zur Auswahl standen mehrere wichtige Tage für Österreich, wie zum Beispiel der 12. November, den wir vorhin erwähnt haben. Das war der Tag, an dem im Jahr 1918 die Erste Republik ausgerufen wurde. Eine andere Option war der 15. Mai 1955, weil an diesem Tag eben der Staatsvertrag unterschrieben wurde. Schließlich wurde aber entschieden, dass der Nationalfeiertag der 26. Oktober sein soll. Also jenen Tag, an dem die österreichische Neutralität beschlossen wurde. Übrigens, erst seit dem Jahr 1967 gilt für den 26. Oktober auch die Feiertagsruhe. Dafür wurde das Nationalfeiertagsgesetz abgeändert. Das bedeutet, dass Kinder seitdem bis heute am 26. Oktober keine Schule haben und die meisten Erwachsenen nicht arbeiten. Wann ist der Nationalfeiertag in euren Ländern und was feiert ihr an diesem Tag? Und wie feiern wir heute den 26. Oktober? Am Nationalfeiertag ist einiges los in Österreich. Zum Beispiel gibt es viele Paraden und Veranstaltungen des österreichischen Militärs. In den Landeshauptstädten und am Wiener Heldenplatz gibt es die Leistungsschau, bei der das Bundesheer seine Panzer, Waffen, Hubschrauber und vieles mehr zeigt. Außerdem werden am Nationalfeiertag immer die neuen Rekruten angelobt. Am Rathaus dreht sich alles um das Thema Sicherheit. Dort findet das Wiener Sicherheitsfest statt, wo man sich über Polizei, Feuerwehr und Rettung informieren kann. Was auch spannend ist, ihr könnt euch heute die sonst nicht öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten ansehen, wie zum Beispiel den Amtssitz des Bundespräsidenten in der Wiener Hofburg oder den Parlamentssaal. Und apropos Präsident, der hält am Nationalfeiertag natürlich eine Rede, die ihr euch im Fernsehen anschauen könnt. Wer lieber ins Museum geht, könnte das heute auch kostenlos tun, und zwar im Wien-Museum. Wir verlinken es euch unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch viele Sportveranstaltungen, zum Beispiel Wanderläufe oder Radtouren. Was wir auch super finden, die österreichischen Nationalparks haben diesen Tag zum Nationalpark-Wandertag auserkoren und bieten kostenlose Führungen an. Schaut also gleich mal, welcher Nationalpark bei euch in der Nähe ist, falls ihr schon in Österreich wohnt. Wir verlinken euch mehr Infos in der Videobeschreibung. Und für viele kommt am 26. Oktober auch typisch österreichisches Essen auf den Tisch. Wenn euch jetzt interessiert, was das sein könnte, schaut euch gern unsere Videos dazu an. Und am Nationalfeiertag darf natürlich die österreichische Nationalhymne nicht fehlen. Kennt ihr sie? Wir verlinken euch eine Seite, auf der ihr euch die österreichische Nationalhymne und auch die Nationalhymnen von vielen anderen Staaten anhören könnt. Wir sagen wie immer danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart, und wir wünschen euch einen schönen Nationalfeiertag. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächsten Samstag zu einem neuen Video wieder vorbeischaut. Bis dahin, wie immer, nicht vergessen, gemeinsam noch Deutsch und das Leben in Österreich. Doppelt so viel Spaß!